Achtung, wenn du jetzt zu Bett gehst, kannst du vielleicht nicht mehr mit deiner Gruppe sprechen. Die werden alle sterben! Willkommen zurück zu Let's Play Hinter dem Horizont, Dark Age 2, ein Spiel von Wernster und ich bin TrueMG. Und ich bin heute hier, um euch dieses Spiel zu präsentieren und natürlich auch, um euch zu unterhalten. Wir gehen jetzt schlafen, denn wir haben in der letzten Episode schon mit allen gesprochen. Wenn ihr das verpasst habt, dann müsst ihr die Episode gucken. Und ruhen uns aus. Weil wir wollen jetzt zu einer Insel. Besser mal blinzeln, damit es nicht so aussieht, als ob das Bild stehen geblieben wäre. Für euch. Nein, bitte. Hört auf damit. Was habt ihr getan? So viele Tote, wo kommen die auf einmal her? Ja, alle, was wir für euch getan haben, hintergeht ihr uns. Erst wenn das ganze Reich gesäubert wurde und du und deinesgleichen tot im Dreck liegen, kann das Volk von Miras den Frieden leben. Miras ist ein Kontinent, wo wir auch noch hin wollen. Was? Ja, aber... Mein Zauber, sie wirken nicht. Magische Rüstungen, dank der Zaubermupfel. Ach nee, es war Chrono Trigger. Eure Zauber können uns nichts mehr anhaben. Wie ist es möglich? Wo willst du denn hin? Es gibt kein Entkommen. Das Schicksal eures Volkes ist das, zu sterben und vergessen zu werden. Ich glaube, das sind die Amar. Die Älteren. Das ursprüngliche Volk. Miras gehört den Menschen. Die sind mir irgendwie unsympathisch. Vielleicht wegen der Stimme. Das bekomme ich auch oft zu hören. Wieder so ein Traum von Miras. Was hat das bloß zu bedeuten? Ich muss an die frische Luft. Taurus schläft ganz fest. Schade, dass ich keinen Farbstift dabei habe. Stimmt, wir können nicht mehr mit der Party sprechen. Hallöchen. Lorin ist richtig süß, wenn sie schläft. Ansonsten nicht. Oh, was? Eike, warum schläft er auf dem Boden? Kannst du nicht schlafen, Junge? Naja, die ganzen Harpien-Babys, die herumkreischen, wecken, lassen einen nicht gerade gut schlafen. Nein. Dann bleib ein wenig an Deck und genieß die salzige Luft und die herrliche Nacht. Was haben diese Träume zu bedeuten? Was stimmt nicht mit mir? Ich muss krank sein. Bin ich eigentlich versichert? Ach, da ist er wieder, Lorin. Ach, die ist so ekelhaft, wenn sie nicht schläft. Lorin? Was ist los, Gion? Kannst du nicht schlafen? Du anscheinend auch nicht. Ich habe nur schlecht geträumt. Soll ich wieder gehen? Soll ich mich ausziehen? Nein, es ist schön, dass du hier bei mir bist. Weil jetzt müssen wir unsere Liebesbeziehung ein wenig vertiefen. Ja, vertiefen. That's what she said. Aber ich bin eine He. Ja, das war auch ein Witz. Weißt du, ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken gemacht. Über Festus, Dala und die absurde Regel, welche uns Elben verbietet, eine Beziehung zu einem Menschen einzugehen. Und weißt du, ach was, küss mich. Festus und Dala liebten sich. Es sollte keine Rolle spielen, ob ein Mensch ist und sie eine Elben. Ich frage mich, wo das hinführt. Es macht mich traurig, was wir Elben Festus, Dala aber auch von Domente angetan haben. Es ist nicht deine Schuld, Lorin. Ja, ich weiß. Mein Mascara verläuft. Das Problem habe ich auch öfter. Sieh mal. Ein Atompilz. Nein, es ist eine wunderschöne Nacht. Kein Atompilz. Nicht wahr? Ich habe gerade zu viel Spaß. Ja. Gion? Ich wollte dir noch etwas sagen. Ich weiß nur nicht, wie ich anfangen soll. Könntest du aufhören, mir auf die Brüste zu starren? Sag es einfach. Ich kann Dala verstehen. Ich meine, ihre Gefühle für deinen Großvater. Sie wusste, was geschehen würde, wenn ihre Beziehung zu Festus ans Tageslicht kommen würde. Ich kann das gut nachvollziehen, ihre Situation. Verstehst du, was ich sagen will? Ihr beide hattet nie irgendetwas, was euch verbindet. Wir sind jetzt seit, ich glaube, über 9 Stunden drin. Und ich... kann diese angedeutete Liebesbeziehung noch immer nicht verstehen. Sie ist noch immer nicht gut erklärt. Ihr habt keine Synergie.
Gion? Das ist mein Name. Bitte sag mir jetzt nicht, dass du Gefühle für meinen Opa hast. Sehr gut. Was? Nein! Verdammt, ich wusste, ich kann das nicht. Vor allem, wenn du späßelst. Ich will sagen, ich mag dich sehr gerne. Weil du ein großes Schwert hast. Du magst mich? Das überrascht mich. Was soll das denn heißen? Nichts, ich bin nur überrascht. Vielleicht, weil du nie irgendwelche Anstalten gemacht hast, mir entgegenzukommen. Außer einmal ganz plötzlich, wo du meintest, ich sei interessant, was nichts mit den bisherigen Erfahrungen zu tun hatte. Woher kommt das? Du warst eigentlich immer ziemlich kühl zu mir. Ja, genau das. Ja, es ist, weil du ein Mensch bist. Ey, ekelhafter. Aber ich mag dich. Du weißt, wie unser Volk über sowas denkt. Und da blieb natürlich noch bei ihr ein bisschen was im Kopf, weil die wurde ja quasi in dieses Denken hinein indoktriniert. Ist nachvollziehbar. Aber gegen ihre Gefühle kann sie ja nichts. Lorin, ich... Vergiss, ich hätte nichts sagen sollen. Es tut mir leid. Was? Aber warum? Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich sollte besser schlafen gehen. Bleib nicht zu lange wach. Gute Nacht und träum was Schönes. Okay. Lorin mag mich. Und ich weiß nicht mal, warum. Ich meine, was hat er ihr schon großartig entgegengebracht, außer geile Titten? Nicht mit den Worten, aber so kam es einem immer vor. Das war eine kurze Nacht. Gehen! Ich gehe schon an Deck und lasse die anderen noch schlafen. Außer Lorin, sie mag mich. Lorin hat gestern Nacht gesagt, dass sie mich mag. Und Taurus nicht. Hätte ich jetzt nur einen Stift. Mann, Junge! Hey, hattest du nicht viel Schlaf heute Nacht, nicht wahr? Guten Morgen, Kapitän Boban. Nein, hatte ich nicht, aber das macht nichts. Ich brauche nicht viel Schlaf. Ich bin topfit und jetzt habe ich mal eine ganz spontane Frage, weil mir das gerade auffällt. Mal abgesehen davon, dass sich das Schiff noch immer nicht bewegt. Kein Wunder, dass wir hier übernachten mussten. Wenn die Insel nordwestlich von Zand ist und wir jetzt so lange fahren mussten, dass wir auch übernachten mussten, wir sind wahrscheinlich die ganze Nacht hindurchgefahren, ist sie nicht wirklich in der Nähe von Zand, oder? Oder ist das der einzige Hafen? Dann bräuchten wir schon ein großes Schiff. Ich bin topfit. Na, mal sehen. Vielleicht werden wir früher oder später noch die Weltkarte erleben. Oder sehen. Wir werden angegriffen. Von Gezischel. Wo wartest du? Benutze die Kanone, um die Monster auszuschalten, bevor sie das Schiff zerstört. Was? Minispiel? Was? Verwende die Bordkanone, um die angreifenden Monster zurückzuschlagen. Stelle dich vor eine Kanone und drücke die Aktionstaste, um auf ein Monster zu feuern. Ist das die Reise ins All? Achtung, schafft es ein Monster, das Schiff zu erreichen, verursacht es Schaden. Hat das Schiff zu viel Schaden genommen, wird es zerstört und deine Reise endet. Wirst du das Spiel speichern? Yes, yes. Okay, ich glaube, ich hab's. Bam! Einfach immer im Kreis laufen, würde ich sagen. Na gut, die kommen relativ random. Oh komm, da konnte ich nichts machen. Der war zu schnell. Wir haben aber viele Kanonen. Und keiner lädt nach. Und voll die krasse Musik. Das ist der Kesu-Soundtrack. Wie kannst du es wagen, das einfach so aus Monster Hunter zu rippen? Mensch, echt keine eigene Identität. Aber der Kesu-Soundtrack, muss man sagen, ist schon verdammt episch. Nicht schlecht, Junge. Du kannst gut mit Kanonen umgehen. Ich bin beeindruckt. Ja, das... Sonst nichts weiter, kein... Wow, war ich gut! Das war so antiklimaktisch. Wieder mal. Tja, was ist geschehen? Geht's dir gut? Ja, alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Ich habe nur gerade die Armeen des Weltmeeres abgehalten, um zu zerstören. Was war das für ein Lärm? Haben Monster angegriffen? Ja, aber ich habe mich darum gekümmert. Ganz alleine. Landen Sie starr! Habt ihr das gehört? Wir sind da. Lasst uns an Deck gehen. Damit wir Deck am Stecken haben. Der war schlecht, den streiche ich. Wir haben gleich die Insel erreicht. Sprecht unten mit meinem Schiffsjungen, wenn ihr anlegen wollt.
Gut, der bringt uns wahrscheinlich ja mit einem Boot hin, deswegen sollen wir mit ihm sprechen. Wir sind gleich da. Willst du mal einen Blick durchs Fernrohr riskieren? Man kann die Insel sehen. Ja. Ja, gerne. Da war noch eine dritte Option. Das sieht nicht gut aus. Rein grafisch meine ich. Das sieht aus wie eine Insel, die 10x10 Meter groß ist. Auf der Insel befindet sich also die Fassung der Mondscheinträne. Ich kann's nicht fassen. So, dann wollen wir jetzt mal an Land gehen. Na gut, habt ihr alles, dann bringe ich das Beiboot zu Wasser. Wie alles haben, man kann ja nichts kaufen. Es gibt nichts zu erkunden, natürlich. Die vergessene Insel. Das sieht auch nicht gut aus, so grafisch. Sind das Bakterien? Wir sind auf der Insel. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, aber bitte beeilt euch. Ich möchte nicht von irgendeinem Monster gefressen werden. Dann lasst uns den Tempel der Älteren suchen. Das tun wir. Da gibt es wahrscheinlich viele neue Gefahren hier. Und es gibt auch die Möglichkeit, einfach mal durch Wände zu gehen. Haha, und hier drüben auch. Das werden wir sicherlich noch glitschmäßig ausnutzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach nur, die obere Wand wurde nicht geprüft. Vögelchen. Yep, Monster und nicht mal neue. Dafür, dass es so eine abgelegene Insel ist. Also ich habe mir das gerade so ein bisschen vorgestellt wie Madagaskar. Nicht wie der Film Madagaskar, sondern halt Madagaskar, wo es Tiere gibt, die es sonst nirgendwo gibt. Oder auch Australien, da gibt es auch Tiere, die es sonst nirgendwo gibt. Zum Beispiel als Känguru. Die Kiste habe ich gar nicht gesehen, ich wollte auf den Gegner zu. Dreimal starker Heiltrank. Dann kämpfen wir mal. So, das ist ein Dschungelgoblin und eine Dschungelratte. Okay, es sind Variationen von bekannten Gegnern. Das ist okay. Tierfreund. Sauberer Himmel. Es ist natürlich okay, denn die Evolution sagt ja, wenn quasi ein und dieselbe Spezies auf an zwei verschiedenen Orten sich weiterentwickelt, dann entfernen sie sich immer weiter, aber sie haben trotzdem noch große Ähnlichkeit. Quasi. Das war es jetzt heruntergebrochen, okay. Ich weiß, wie Evolution funktioniert. Meteorregen, warum nicht? Komm, hauen wir einfach mal drauf und vielleicht noch einen Schutz der Wache. Well, he's dead. Tja, mein Schutz kam vielleicht ein bisschen spät. Oh, super. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Hurra! Der Feind ist besiegt. So, an den gehen wir jetzt einfach vorbei und da konnte man auch nach unten. Ich hab's gesehen. Seht mal da vorne. Mehr Brüste. Ich glaube, sie wird meine neue Freundin. Warte. Und weg ist sie. Wir sollten dir folgen und mit ihr sprechen. Vielleicht weiß sie, wo sich der Tempel befindet. Ja, wo kamen die denn jetzt her? Ich will jetzt erstmal nach hier unten und ist die Ziege auch ein Gegner? Eine Ziege, hier. Nein, und sie wird auch nicht angegriffen. Noch ein Skelettoid. Hallo? Boah, ein Monster. Frechheit, was erlaubst du dir, Fleischsack? Verschwindet, Menschenabschaum. Mit euresgleichen will ich nichts zu tun haben. Das ist wieder so ein Tor. Monster in Ruhe lassen. Keine Sorge, wir wollen nichts von dir. Beacht uns gar nicht. Das ist jetzt schon das dritte Skelett. Ihr seid bloß Unruhestifter, wo wir alle Fleisch wecken. Verzieht euch endlich, ich will euch hier nicht haben. Okay. Der Brunnen ist trocken, mit einem Seil kommen wir wieder runter. Benutzen wir mal... Ein Fels, sieht aus wie ein Grabstein. Hm, scheint schon sehr alt zu sein. Warum sollte man jemanden unter der Erde in einem Brunnen begraben? Gute Frage, nächste Frage. Mist, ich kann die Inschrift nicht lesen. Diese Schriftzeichen sind mir fremd. Lass mich mal sehen, schließlich bin ich der Magier. Ich kenne diese Zeichen, das sind Copy-Paste-Schriftzeichen. Genau den gleichen Dialog hatten wir schon mal ganz woanders. Diese Schriftzeichen offenbaren ihren Sinn nur dem Träger eines aranischen Auges. Was sie wohl bedeuten? Das hätte man auch nicht abkürzen können. Wir haben kein aranisches Auge, wir nach oben. Ja. Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen, ganz klein wenig hier bei diesem goldenen Tor. Das ist eine runde Einbuchtung in diesem Felsen, so als ob etwas fehlen würde. Da brauchen wir den Stein der Dimensionen, den wir nicht haben, aber schon hätten haben können, wenn wir nicht diese furchtbare, grausame, moralische Entscheidung getroffen hätten, jemanden nicht umzubringen.
Na gut. Gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Vielleicht... Da sehe ich ein Geheimnis. Kann man da direkt hin oder... Nein, wir kommen nicht durch die dichten Bäume. Dann werden wir zumindest ein bisschen fliegen und ich kann mich ja schon mal bei euch verabschieden. Ich hoffe, diese Episode hat Spaß gemacht. Wenn ja, schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos. Na endlich, wird aber auch Zeit. Was, die Kiste spricht ja. Hast du gerade Kiste gesagt? Du Arschgeige. Fantasy. Ich bin eine verzauberte Tastatur. Ja, und was für eine? Also eigentlich will ich ja nur deinen Inhalt, dann sind wir auch schon wieder weg. Ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf jemanden, der mich aus meiner misslichen Lage befreit. Eine sprechende Kiste, ich kann's immer noch nicht glauben. Keine Kiste, eine verzauberte Schatztruhe, verstanden? Das Gleiche. Und was soll das für eine missliche Lage sein, von der du gesprochen hast? Da stand irgendwas falsch. Wenn ihr endlich mal still sein würdet, könnte ich es euch erklären. Wir sollten vorsichtig walten lassen, das könnte ein Dämon sein. Sag mal, seid ihr taub und einfach nur dämlich. Jetzt halt doch endlich mal die Klappe und hört zu. Let's move on! Also, ich bin keine normale Schatztruhe. Was du nicht sagst, auch wären wir nie gekommen. Das gibt's doch nicht. Er unterbricht mich schon wieder. Sag mal, willst du mich fertig machen? Get to the point. Und zu the chopper. Hört zu, ich bin eigentlich eine verzauberte Prinzessin. Für eine Prinzessin hast du aber eine ziemlich raue männliche Stimme. So ist es. So klingt ihm eine sprechende Schatztruhe. Also helf ihr mir jetzt oder nicht? Sehr rau. Erzähl uns, was du willst. Wie ich bereits gesagt habe, bin ich in Wirklichkeit eine wunderschöne Prinzessin. Und erdrücktes Lachen. Eine böse Hexe hat mich in diese Gestalt verzaubert. Nur ein Kuss kann mich von dem Fluch befreien und mich zurückverwandeln. Ein Kuss! Ja, wer bist du denn? Ja, einer von euch küsst mich und ich verwandle mich zurück in die wunderschöne Prinzessin, die ich einst war. Also was sagt ihr? Helft ihr mir? Jetzt mal ehrlich, das ist doch Schwachsinn. Man kann's doch mal probieren. Ja, küss den True. Nein, ohne mich. Ich küsse doch kein... Ich hab gerade gesagt, küss den True. Hier. Und wenn du dich weiter so anstellst, dann... Da! Eike, du machst es. Was? Warum ich? Weil sich keiner für dich interessiert. Und warum nicht? Na weil, ach was soll's. Küss die Dämonentruhe. Eike küsst die verzauberte Truhe. Truhe. Die Schweineprinzessin. Ein Schwein? Die Truhe war ein verzaubertes Schwein. Warum sollte jemand ein Schwein verzaubern, das sich dann für eine verzauberte Prinzessin hält? Was für ein Irrsinn. Wenigstens hatte Eike seine Prinzessin gefunden. Sehr witzig, Grummel. HP und ZP der gesamten Gruppe um 50 gestiegen. Ich bin gerade sprachlos. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum ich sprachlos bin. Vielleicht, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was jetzt der worldbilderische Sinn hinter dem hier war oder ob das witzig sein sollte. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Gewesen sein sollte, ob man sich da mehr Gedanken zu machen sollte, ob das irgendwas bedeutet, ob das nur irgendein schlechter Witz war. Warum jetzt ausgerechnet hier in dem Dschungel diese Kiste abgestellt wurde, warum jetzt irgendwer ein Schwein in eine Kiste verzaubern sollte und warum jetzt so viel Geplänkel um 50 Punkte gemacht werden sollte und so viele Fragen kommen auf einmal, dass ich einfach nur sagen würde, spiel das Spiel. Gut, das war es aber wirklich. Hat euch Spaß gemacht, dann schaut in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos. Denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal.